Grüß euch Gott, alle miteinander. Ausnahmevideo. Nachdem ich gestern meine alte Puppenschule gezeigt habe und ich das Gefühl habe, dass da einige ganz begeistert von waren und es ihnen offensichtlich gut gefallen hat. Und da ich heute dabei bin, einen Teil meiner Puppenbäder, ich weiß nicht, 15, 16 an der Zahl habe ich, sauber zu machen, ich die sowieso alle rausreißen muss und extrem entstauben, dachte ich mir, ich zeige jetzt mal stellvertretend eins meiner Bäder. Vielleicht habt ihr da auch ein bisschen Freude dran, da mal einen Einblick zu bekommen, was ich da so habe. Und ich habe mir eine ausgesucht, die man nicht so extrem häufig sieht, was man danach sucht, und fange jetzt einfach mal an. Es ist eine Puppenstube aus der ehemaligen DDR. Wie immer habe ich die mit hergerichtet. Also dieses kleine als Teppich umfunktionierte, das war dabei. Ich glaube, die Badewanne hat gefehlt, aber ich habe so eine alte, also so eine richtig alte, schwere gusseiserne Wanne, die emailliert ist. Und die habe ich da reingestellt. Hier ist ein Boiler, Anführungszeichen, aus Kunststoff. Ich denke, da kann man Wasser reinmachen, aber irgendwie, ich mache solche Spielchen nicht. Weiß der Henker, wo das Wasser dann rausläuft und ob es rausläuft. Hier war eine Hakenleiste, Knopfleiste. Da habe ich so kleine Handtücher hingehängt, die habe ich gemacht. Hier ist so ein bisschen die Putzabteilung. Da hinten steht auch eine rote Wärmflasche. Ja, Eimer, Schaufeln, Besen. Ein kleines Eau de Cologne, echt kölnisch Wasser. Und ein altes Atta, ein Scheuermittel, man muss ja auch putzen. Hier ist ein Spiegel, den habe ich angemacht, weil der gefehlt hat. Einen Spiegel zugeschnitten und hingemacht. Die Ablage war. Den kleinen Hocker finde ich ja ganz, ganz reizend. Ja, und hier sitzt ein Puppenstubenkind. Das hat von mir ein Kleidchen bekommen, das auch schon schmutzig ist. Ich habe ja diese Sachen alle schon viele, viele, viele Jahre. Eine Haarbürste in der Hand. Ein kleines Entlein aus Porzellan. Und da man ja beim Baden auch gern Musik hört, ist hier ein kleines Transistor oder Kofferradio. In der Wanne sitzt auch ein Ari-Püppchen. Finde den ganz reizend vom Gesicht her. So, was ist das Besondere an diesem Badezimmer? Das ist noch nicht alles. Schaut mal. Da ist eine Tür. Und da geht's weiter. Ich gehe aber nicht durch die Tür, ich gehe außenrum. Und wie man sehen kann, ist das zweigeteilt. Der rechte, etwas kleinere Teil der Puppenstube zeigt Waschbecken und Toilette, WC. Das WC hat eine Handspülung, da ist oben immer das Wasser aufgefangen worden. Und wenn man da dran gezogen hat, das kann man auch noch machen. Kommt zwar nichts, aber man kann ziehen, ist die Spülung betätigt worden. Ja, den Toilettenhalter, den habe ich hingemacht. Auch so mit den Bildern und so, sowas ist immer von mir. Da steht eine sehr alte Puppenstubenpuppe, die ist so aus Masse. Sieht auch das Näschen, ist ein bisschen bestoßen, aber ich finde es sehr, sehr nett. Habe ich da hinten so etwas eingeklemmt, damit sie mir nicht dauernd umfällt. Der runde Spiegel ist auch ergänzt. Früher hat man mal so Taschenspiegel geschenkt gekriegt mit Werbung. So einer ist das. Das Waschbecken ist genauso wie das WC aus Porzellan. Die kleine Seife ist eine richtige Seife. So was schneide ich dann immer aus Seife aus. Und mit der Zeit bekommt die so einen richtig schönen alten Charakter. Dann habe ich hier vorne hin aus Kunststoff, eine Wiege, auch DDR-Fabrikation, und da ist ein Mini-Ari-Püppchen. Schaut mal, wie klein das ist. Ich habe da jetzt mal meinen Finger dazu. Das habe ich da rein und dann ist der Raum schön ausgefüllt.
Es passt auch wunderbar farblich rein. Und jetzt versuche ich, das Ganze mal in einem einzufangen, damit ihr seht, wie dieses eigentlich zweigeteilte Badezimmer insgesamt wirkt und aussieht. Ja, der Durchgang, die Vorhänge sind noch übrigens original, die waren so, die Vorhänge. Ja, das ist also ein DDR-Bad, ein Zweiraumbad, könnte man fast sagen. Mir gefällt es sehr gut. Ich war vor vielen Jahren ganz, ganz eifrig damit beschäftigt, Badezimmer auszustatten. Naja, wer weiß, vielleicht zeige ich ja auch irgendwann mal nochmal ein anderes. Wenn Interesse besteht, dass ich sowas zeige, könnte es mir gern schreiben oder mir irgendwie mitteilen. Ich muss auch noch alte Kaufmannsläden putzen. Ist auch so eine Strafarbeit. Vielleicht zeige ich auch mal sowas bei der Gelegenheit. Tja, das war's jetzt aber für heute. Nostalgie beendet. Einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und wie immer, bye bye.